Geht's auch ohne Urknall? Unser Weltmodell stellt dieses eigenwillige Phänomen an den Anfang. Und wenn man ganz ehrlich ist, so richtig glücklich ist niemand darüber. Eine Singularität und eine sich anschließende vierdimensionale Raumzeit, die expandiert und auch noch beschleunigt. Ja, entsprechend gibt es eine ganze Reihe von Alternativen dazu. Und ich würde gerne mal so diese Geschichte erzählen, wie diese Dinge entstanden sind und warum wir heute so sehr an dieses Szenario glauben. Es war um 1900 herum, da war die Welt in Ordnung, würde ich mal sagen. Das Universum war ewig und es war unendlich groß. Und es war erfreulich insofern, weil man hatte so eine Vorstellung von einem kosmologischen Prinzip, dass kein Ort in irgendeiner Form ausgezeichnet wäre. Also wir wollten zumindest nicht mehr der Mittelpunkt des Universums sein oder was auch immer. Und dann war es doch auch folgerichtig zu denken, naja, dann sollte auch keine Zeit ausgezeichnet sein in irgendeiner Form. Und ein Beginn wäre eine klare Auszeichnung eines bestimmten Zeitpunkts. Und es gab eine Reihe von Zweiflern. Also Einstein selber konnte sich irgendwie überhaupt nicht anfreunden mit einem Modell einer expandierenden Raumzeit und hat mit grober Gewalt durch Einführung einer kosmologischen Konstante in seine Gleichungen dieses statische Universum gewissermaßen manifestiert. Dann kam Alexander Friedmann und hat basierend auf Einsteins Gleichungen ganz natürlicherweise eine Expansion hergerechnet. Und die Kritiker waren Schlange gestanden. Da waren namhafte Leute, Nobelpreisträger, Millikan, den kennen Sie alle von diesem Öltröpfchen-Experiment, der konnte da die Elementarladung herauslesen. Max Born, der Nobelpreis für seine Verdienste in der Quantenmechanik. Da war Walter Nernst, der hatte die Thermochemie entwickelt. Da waren Leute wie de Broglie, auch Nobelpreis für seinen Beitrag in der Quantenmechanik. Ja, dann muss man noch den Erwin Freundlich nennen. Das ist überhaupt der Pechvogel in dieser Riege. Der wollte nämlich 1914 anhand einer Sonnenfinsternis nochmal klare Beobachtungen gegenüberstellen mit dieser Prognose der allgemeinen Relativitätstheorie. Und dafür musste er nach Russland reisen. Naja, und den Rest können Sie sich ja vorstellen. 1914, da brach dann der Erste Weltkrieg aus und dann wurde er natürlich dort erstmal interniert. Das war großes Pech für ihn, dieses Timing. Aber das ist eine andere Geschichte. Mir geht es jetzt darum zu zeigen, dass es sehr wohl Leute gab, die tief in der Materie steckten und die zu diesem Zeitpunkt vor dieser Beobachtungs- und Sachlage erstmal noch große Zweifel an diesem Urknallmodell hatten. An dieser Tatsache, wie man denn jetzt auch die Beobachtungen 1929 von Hubble deuten sollte. Ich mache das nochmal ganz kurz. Wir hatten ja schon mal einen eigenen Beitrag zum Doppler-Effekt und zur Urknallhypothese. Das Entscheidende ist, dass Hubble feststellen konnte, dass Objekte sich rot verschoben zeigen. Das Licht von entfernten Objekten hat eine bestimmte Verschiebung im Spektrum. Und je weiter die Objekte von uns entfernt sind, umso größer ist diese Rotverschiebung. Das hat er dann schön in einem Diagramm aufgetragen und hat diesen linearen Zusammenhang gefunden. Und jetzt konnte man natürlich so ähnlich wie Christian Doppler diesen Verschiebungseffekt bei zum Beispiel Schallwellen erklären konnte, so konnte man jetzt auch diese Rotverschiebung als Bewegung deuten. Ich zeige Ihnen hier nochmal diese Lichtquelle, die konzentrische Kreise wirft und der Abstand zweier solcher konzentrischen Kreise würde jetzt der Wellenlänge dieses abgestrahlten Lichts entsprechen. Und wir sehen sehr schön, sobald diese Quelle sich auf mich zubewegt,
da werden die Linien vor der Quelle gewissermaßen zusammengedrückt, die Wellenlängen werden kürzer, das Licht wird ins Blaue verschoben. Und am anderen Ende, dort entsteht eine Rotverschiebung. Objekte, die auf mich zufahren, werden blau verschoben, Objekte, die sich von mir wegbewegen, rot verschoben. Warum kann das jetzt nicht die alleinige Deutung dieser Hubble-Expansion sein? Dieser Rotverschiebung, die Hubble hier festgestellt hat anhand seiner Objekte. Naja, ganz einfach. Diese Gerade, die Hubble in sein Diagramm eingezeichnet hat, dieser Anstieg dieser scheinbaren Fluchtgeschwindigkeit, ja, der Wert steigt immer weiter an. Da gibt es kein Abflachen. Der Wert würde auch über den Wert der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ansteigen. Objekte würden sich nach dieser Deutung faktisch mit Überlichtgeschwindigkeit von uns wegbewegen. Die allgemeine Relativitätstheorie, die gab eine solche Expansion grundsätzlich mal her. Da war es intrinsisch, wie man sagt, also in den Gleichungen enthalten. Die Frage ist jetzt nur, wie soll so eine Expansion funktionieren? Wir beginnen mit einem zweidimensionalen Modell. Wir nehmen also ein Tuch. In dieses Tuch legen wir Galaxien hinein. Dadurch verformt sich das Tuch so ein wenig. Ist gar nicht entscheidend. Und dieses Tuch ist aber elastisch. An dem kann man ziehen. Also ich führe das jetzt mal vor. Wir haben hier dieses Tuch. Und jetzt lade ich Sie ein, stellen Sie sich doch mal bitte auf eine beliebige Galaxie und ich werde dieses Tuch jetzt einfach mal zu mir ziehen. Und wenn Sie bitte darauf achten, wenn ich jetzt hier mal anziehe, dann bewegen sich scheinbar von der Galaxie, die Sie gewählt haben, alle anderen Galaxien weg. Ich mache es hier nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Merken Sie es? Ich könnte jetzt auch auf die andere Seite gehen. Ich ziehe jetzt mal hier auf der gegenüberliegenden Seite an diesem Gummituch. Und achten Sie mal bitte darauf, dass die Objekte, also wenn Sie sich zum Beispiel mal auf eine Ecke stellen, dann sehen Sie es am deutlichsten, dass alle anderen Objekte umso stärker auch von Ihnen sich wegbewegen, je weiter sie schon von ihnen entfernt sind. Also ich mache jetzt dasselbe nochmal. So. Na. Das ist jetzt ein zweidimensionales Objekt. Und dreidimensional funktioniert es ganz genauso. Wir nehmen also jetzt ein Objekt, das wir nicht nur links und rechts ziehen können, sondern auch oben und unten und hinten und vorne. Und wenn Sie sich jetzt wieder auf eine beliebige Galaxie stellen, gedanklich, dann erkennen Sie ebenfalls, dass nur durch dieses Auseinanderziehen scheinbar alles von Ihnen wegfliegt. Eigentlich ohne, dass sich die Galaxien wirklich bewegen. Also Sie merken schon, das ganze Modell hatte schon seine Haken und Ösen erst einmal. Erschwerend kam noch hinzu, dass die Leute gar keinen so konkreten Begriff von Entfernung hatten. Also mit dank Henrietta Leavitt war man in der Lage, überhaupt mal 20 Millionen Lichtjahre weit zu sehen. Weil wir diese Cepheiden, diese veränderlichen Sterne deuten konnten als Standardkerzen. Aber da war Schluss. Und das hat dazu geführt, dass diese Parameter im Universum, die waren ganz schlecht zu ermitteln. Und wenn wir auf Basis dieser schlechten Parameter zurückgerechnet haben, dann war das Universum nur ein paar Milliarden Jahre alt. Sagen wir mal 2. Und jetzt finden Sie natürlich bei sich auf Ihrem Planeten irgendwelche Brocken, die sind älter.
Natürlich waren die Leute nicht begeistert von einem Modell, das ein Universum prognostiziert, das nicht mehr so alt ist wie die Brocken, die bei uns auf dem Planeten rumliegen. Das wurde ein derartiges Politikum über die Jahre. Selbst der Papst, Pius XII., äußerte sich zu dieser Frage: Wie ist diese Rotverschiebung zu deuten? Warum? Weil konsequent zu Ende gedacht, wenn diese Rotverschiebung auf eine Entfernung hindeutet, auf ein Sich-Entfernen dieser Objekte von uns, und wir nicht mehr uns im Zentrum dieses Universums begreifen wollten, das wäre ja die einzige Erklärung, einfacherweise zu sagen, okay, wenn alles von uns wegfliegt, sind wir der Mittelpunkt des Universums und es gab ja so eine Art Explosion oder was auch immer. Nur sind wir immer auf die Nase gefallen, wenn wir dachten, wir hier wären irgendwas Ausgezeichnetes in diesem Universum. Also das wollten wir schon lange nicht mehr. So, wenn wir also jetzt dieses Modell verwenden und diese Rotverschiebung als Fluchtgeschwindigkeit deuten, dann ist daran unweigerlich ein Urknall geknüpft. Weil zurückgedacht, wenn es immer größer, größer, größer wird und ich schaue in der Zeit rückwärts, dann wird es kleiner, 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 kleiner und dann muss es ja irgendwo begonnen haben. Und für Papst Pius XII. War es anscheinend sympathischer zu sagen, da gab es eine Initialzündung, die konnte man leichter mit einem Schöpfer verbinden. Sobald der Papst in diesen Tagen eine Position gefunden hatte, waren sich natürlich auch die Sowjets klar über ihre Position. Der Papst durfte auf keinen Fall Recht behalten. Und sobald die Sowjets eine Position hatten, waren auch die Amerikaner klar, wo sie ihre Position beziehen. Das wurde, also urknall rauf oder runter, gab es das oder gab es das nicht, das war das Thema schlechthin. Letztendlich. Die Gegenposition, also diese Deutung dieser Rotverschiebung in Form von einer Lichtermüdung, die wurde vor allem von Fritz Zwicky auch vertreten, den kennen Sie ja, das war so der Erste, der dunkle Materie auch ins Spiel gebracht hat. Und natürlich Fred Hoyle, Sir Fred Hoyle. Er ist eigentlich so der Kapitän auf dem Schiff, all derjenigen, die hier Richtung Rotverschiebung fahren. Lichtermüdung sollte also dadurch erklärt werden, diese Tatsache, dass Objekte, die weit weg sind, eine höhere Rotverschiebung aufweisen. Irgendetwas musste dem Licht unterwegs passiert sein, irgendeine Wechselwirkung. Und die würde sich eben aufsummieren. Die würde ein bisschen Energie kosten, dadurch wäre das Licht ein wenig rot verschoben und logischerweise, wenn es weiter weg ist, hat es längere Zeit diese Ermüdung erfahren, diese Wechselwirkung, ist die Rotverschiebung höher. Das ist ja erstmal logisch. Nur die Beobachtungen, die schritten immer weiter fort. Und der Krieg, dieser Glaubenskrieg, der entbrannte immer weiter. Der nächste Schritt war die Entwicklung der Radioastronomie. Wir waren also plötzlich in der Lage, auch Dinge zu sehen und zu beobachten in sehr, sehr großen Wellenlängen, Radiowellen. Das verdanken wir Martin Riley, der hat auch dann in Mitte der 70er sogar den Nobelpreis dafür erhalten. Er forschte in Cambridge und er konnte zeigen, dass Galaxien oder Objekte allgemein früher eine andere Verteilung hatten als heute, dass sie faktisch dichter standen. Das war natürlich schon mal was, was eher auf diese Deutung hinwies, okay, wenn es früher dichter war, könnte es expandiert haben. Und wenn es ein ewiges Universum gewesen wäre, warum soll es dann plötzlich dichter und dann plötzlich anders aussehen? Aber das sind alles noch keine harten Beweise. Harte Beweise gab es dann, und das ist eigentlich so der Schritt, der Eintritt in die Präzisionskosmologie. Das kam mit Leuten wie George Gamow und Ralph Alpher. Gamow, der konnte nämlich schon in den 50ern zeigen, dass wenn ich das zu Ende denke und es zu einem sehr, sehr heißen Punkt kommt, den wir Urknall nennen, dann ist natürlich auch die Temperatur hoch genug, um Fusion zu betreiben, um also Kerne miteinander zu verschmelzen.
Und er konnte zeigen, theoretisch, die Temperaturen reichen aus, man könnte jetzt aus Wasserstoff zum Beispiel Helium bilden, und Alpha war dann sogar in der Lage, und das war natürlich ein totaler Kracher zu dieser Zeit, der konnte das rechnen. Und zwar waren das die ersten leistungsfähigen Computer, die hier zur Verfügung standen. Und eigentlich waren es nämlich die Computer, die für den Bau der Atombombe konzipiert wurden. Und auf diesen Rechnern konnte Alpha diese Berechnungen eben jetzt durchführen. Und er konnte zeigen, dass dieses Universum zu 3/4, wenn man die Massen nimmt, aus Wasserstoff besteht und zu 1/4 aus Helium. Und dann gab es ein paar Probleme, also ein bisschen Lithium, aber kaum, weil die ganze Fusion bei einem Element stoppt, nämlich bei Beryllium. Und das hängt einfach davon ab, weil Beryllium eine so extrem kurze Lebensdauer hat. Also wenn Sie so einen Berylliumkern irgendwo hinstellen, dann ist er im Mittel nach 2,6 mal 10 hoch minus 16 Sekunden weg. Und das ist zu schnell, um bei diesen herrschenden Dichten und bei diesen Temperaturen schnell genug nochmal mit einem anderen Element zusammenzustoßen und zu fusionieren. Und das ist wie so eine Reihe von Dominosteinen. Eigentlich würde jedes Element mit dem anderen durchfusionieren, und dann nehmen Sie einen solchen Stein heraus, das ist genau das Beryllium, und dann fallen die ersten beiden um und dann ist Schluss. Und das haben natürlich die Lichtermüdungsfans, die haben das auch kritisiert. Und witzigerweise war es jetzt wieder genau Fred Hoyle, also der Hauptvertreter der Lichtermüdung, der in der Lage war, dann zu beweisen, dass diese Fusion in den Sternen, also stellar, sich vollzogen hat. Eigentlich aus meiner Sicht war das ein unfassbarer Beitrag, ein grandioser Beitrag. Und mir ist bis heute nicht klar, wieso Fred Hoyle dabei nicht mit dem Nobelpreis geehrt wurde. Das muss ich wirklich sagen. Und ich vermute einfach, es lag wirklich im Endeffekt daran, dass er bis zum Schluss nicht von diesem alternativen Modell des Urknalls abließ. Das hat ihn hier wahrscheinlich um den Preis dieser Anerkennung seines Lebenswerkes gebracht. Aber der Reihe nach. Wir hatten also jetzt erkannt, wenn wir das Universum betrachten, besteht es in genau diesen Verhältnissen aus Wasserstoff und Helium, wie wir es auch berechnen, wenn wir einen Urknall annehmen. Primordiale Nukleosynthese nennt sich dieser Bereich. Das ist ein wesentliches Argument für den Urknall. Aber nichtsdestotrotz könnte ja irgendwie eine Wechselwirkung mit dem Licht trotzdem stattgefunden haben. Wenn es aber einen Urknall gab, dann müsste es ganz klar davon noch ein Überbleibsel, ein Relikt geben. Und danach wurde gesucht. Aktiv gesucht. Ja, gefunden, auch die Geschichte kennen Sie sicher, wurde sie aber aus Versehen. Das ist die Geschichte mit dieser 15 Meter großen Hornantenne Penzias, Arno Penzias, geborener Münchner. Und Robert Wilson haben aus Versehen, nur weil sie den Brummen dieses Empfängers nachgespürt haben und sich nicht erklären konnten, was da einfach permanent von allen Richtungen in derselben Stärke auf diesen Empfänger einströmt. Naja, und dann haben sie so im Vorbeigehen diese kosmische Hintergrundstrahlung bewiesen. Und das war genau das gesuchte Relikt, das auf den Urknall hindeuten sollte. Das war jetzt Mitte der 60er. Hochbrisant, man könnte ewig erzählen, hochbrisant, weil Wilson war ein extrem guter Freund, ein ganz dicker Kumpel von Fred Hoyle. Die hatten sogar miteinander studiert, das waren Studienkollegen. Und Wilson war lange Zeit höchst unglücklich darüber, dass er gerade seine Beobachtung eigentlich der K.O.-Schlag für die Theorie seines Kumpels war. Also unter uns gesagt, das ist auch eine Sache, die mich persönlich sehr, sehr überzeugt, weil wenn jemand aus Versehen etwas findet, das er gar nicht finden will und das ihm auch noch unangenehm ist, das ist irgendwie angenehmer, als wenn jemand gezielt nach etwas sucht und dann irgendwann genau dieses Ziel präsentieren kann. Aber gut, wissenschaftlich ist das jetzt nicht haltbar, was ich sage. Wissenschaftlich bleibt die primordiale Nukleosynthese
und die kosmische Hintergrundstrahlung. Jetzt wären auch natürlich die Anhänger der Lichtermüdung grundsätzlich in der Lage gewesen, sowas wie eine Lichtermüdung von allen Seiten her einigermaßen hinzurechnen zumindest. Die Frage war also, wie genau sieht dieses Spektrum aus? Und da kam es jetzt zum echten Knaller. Das Spektrum der kosmischen Hintergrundstrahlung ist Planck verteilt. Warum mache ich hier eine Gedankenpause? Was heißt Planck verteilt? Das heißt, dass die Emission und die Absorption in einem Gleichgewicht stattgefunden haben muss. Alles war auf derselben Temperatur. Das Objekt, das die Strahlung ausgesendet hat, das Objekt, das die Strahlung empfangen hat, wieder ausgesendet, wieder empfangen hat, alles war miteinander in einem Gleichgewicht auf derselben Temperatur. Nur dann gibt es, oder das ist eine Möglichkeit, dieses Planck-Spektrum zu erzeugen. Aber die Welt um uns herum, die funktioniert offensichtlich völlig anders. Die Objekte sind nicht alle auf der identischen Temperatur. Also wenn ich jetzt hier stehe mit, weiß nicht, 37 Grad im Scheinwerferlicht und die Oberflächentemperatur der Sterne, naja, tausende Grad. Oberflächentemperaturen von weißen Zwergen oder anderen Objekten 100.000 Grad. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wo soll jetzt dieses Licht eigentlich herkommen, dass diese Planck-Verteilung in dieser Form konstruiert, anhand einer Lichtermüdung? Da muss man schon einen Kunstgriff einführen, denn Sterne sind nicht in der Lage, eine solche Planck-Verteilung zu liefern, weil jedes Plasma erstmal natürlich an den Rändern dieses Plasmas durchgängig wird. Das heißt, deshalb sehen wir ja auch bei Aufnahmen unserer Sonne charakteristische Spektrallinien. Das sind die Elemente, die sich hier in den äußersten Schichten befinden und die natürlich wechselwirken, diese Atome, mit dem Licht, das hier nach draußen will. Und am Ende erhalten sie ein anderes Spektrum. Sterne konnten dafür nicht herhalten. Sie brauchen etwas, das einfach nur Temperatur hat. Ja, Kunstgriff ist notwendig, der wurde auch gemacht. Man hat gesagt, okay, ja, Sterne, das ist schwierig, aber es könnten doch bei Supernovae Metallteilchen, Eisenteilchen, man spricht gern von Eisennadeln, aber sie dürfen keine wirkliche Ausdehnung haben, sonst hätten wir sie nämlich schon beobachtet. Also sie müssen schon sehr, sehr klein sein. Also irgendein Material aus Eisen könnte da entstanden sein und das würde angestrahlt werden, auf eine bestimmte Temperatur gebracht werden und das würde jetzt diese Temperatur abstrahlen und dann hätte man nicht das Problem, dass es eben mit Plasma nicht klappt. Boah, also es wurde ein bisschen konstruierter. Nichtsdestotrotz ist es immer noch möglich. Aber ich denke, es wird allmählich klar, warum nach der Entdeckung dieser kosmischen Hintergrundstrahlung und nach der Tatsache, dass es sich um eine Planck-Verteilung handelt, immer mehr in dieses Lager der Urknall-Befürworter wechselten. Und es gibt nämlich eine Sache, die diesen Physikern, wie gesagt, das waren ja alles keine Wald- und Wiesenphysiker, die hatten ja richtig Ahnung von der Sache und das war denen auch sofort klar. Sie erhöhen das Volumen, dadurch haben sie haben erstmal einen Kubikmeter mit einem Photon und dann gehen sie auf das doppelte Volumen, dann haben sie immer noch ein Photon, aber eben nur noch ein Photon pro 2 Kubikmeter. Und die Wellenlänge dieser Photonen, wie bei einer Ziehharmonika, in die Länge ziehen. Wenn Sie das immer so weitermachen, bleibt eine Planck-Verteilung eine Planck-Verteilung. Das war das ultimative K.O.-Kriterium für diese Lichtermüdungsgeschichte. Wenn Sie nämlich nur die Wellenlänge verändern, dann verändert sich diese Verteilung. Man konnte nämlich immer noch argumentieren, okay, das sieht heute so aus wie eine Planck-Verteilung. Aber das hätte ja auch eine ganz andere Verteilung sein können, die irgendwie einen Verlauf hat und irgendwo einen anderen Verlauf hat. Und genau heute, in diesem Zwischenstadium, sieht es halt mal so aus wie eine Planck-Verteilung.
Dabei muss man aber wissen, es ist nicht irgendeine Planck-Verteilung. Das ist die beste, die wir jemals beobachtet haben. Besser, als wir sie selber im Labor überhaupt erzeugen können. Bis heute. Der Spielraum, an dem sie hier wackeln können, der war so gering von Anfang an. Wenn Sie also dieses Szenario unterstellen, dass hier irgendwie sich was verändert, heute so aussieht wie Planck und irgendwann wieder anders ausschaut, dieser Spielraum, der war so gering, dass diese Zeit, in der diese Verteilung zerfließen durfte, die hat kaum ausgereicht, um überhaupt die Andromeda-Galaxie mit Licht zu erreichen. Anders argumentiert, wenn es irgendwo diese Quellen gegeben hätte, die dieses Licht emittiert haben sollen, das dann eine Ermüdung erfahren hätte sollen auf dem Weg zu uns. Diese Dinge, die hätten nicht weiter weg sein dürfen als die halbe Entfernung der Andromeda-Galaxie. Und dahin konnten wir ja schon schauen. Da war ja nichts. Also an dieser Stelle ist zum Beispiel Fred Hoyle abgebogen. Und er hat gesagt, okay, Kinder, pass auf. Das mit der Lichtermüdung, okay, das Universum expandiert. Aber das heißt noch nicht, dass es einen Urknall gegeben hat. Er hat nämlich dann diese Steady-State-Theorie modifiziert. Deshalb nennt man sie auch Modified Steady-State-Theorie. Er hat einfach gesagt, okay, bin einverstanden mittlerweile, hat mich überzeugt mit der Planck-Verteilung, das Universum muss expandieren. Alles andere wäre Blödsinn, aber es könnte ja auch pulsieren. Also wenn wir uns jetzt ausdehnen, dann heißt es nicht automatisch, dass wir uns immer schon ausdehnen und wir zurückrechnen dürfen auf einen singulären Punkt. Es könnte ja einfach irgendwie so verlaufen. Und wir sind halt jetzt gerade in dieser Phase. Dann sehen wir auch eine Expansion. Das Universum könnte aber trotzdem ewig bestanden haben. 1992 waren wir dann in der Lage, sogar diese kleinsten Fluktuationen herauszulesen aus der kosmischen Hintergrundstrahlung. Diese kleinsten Verdichtungen am Anfang, die später zu Galaxien und zu den Strukturen geführt haben, die wir beobachten. Und damit nicht genug. Man konnte immer weiter zurückblicken. Wir konnten also sehen, dass die Objekte früher dichter standen. Wir konnten sehen, dass die Objekte im zeitlichen Verlauf eine immer höhere Metallizität aufweisen. Dass also hier offensichtlich eine Sternengeneration in eine spätere Sternengeneration übergeht, mit schweren Elementen, die dabei entstehen. Diese schweren Elemente wieder kollabieren in Wolken und wiederum eine neue Sternengeneration entsteht. Wir sehen einen großen Materiekreislauf, der sich entwickelt, was natürlich sehr stark auch für ein sich entwickelndes Universum als solches spricht. Also in einem statischen, ewigen Universum würde man es jetzt nicht erwarten, dass man solche Objekte in einem großen Kreislauf sieht, die sich irgendwie entwickeln, dann hätten sie sich ja auf ewigen Zeitskalen schon lange irgendwie zu Ende entwickeln haben müssen oder was auch immer. Wir konnten sogar den neutralen Wasserstoff sehen. So weit kann man zurückschauen. Und diese Bilder, die sind gestochen scharf. Das ist auch ein großes Problem gewesen für diese Lichtermüdungsgeschichte. Das Stichwort lautet, Hubble Pictures are too crisp. Boah, eine große Headline. Was wollten die Kollegen damit sagen? Hätte es so eine Wechselwirkung gegeben, dann wäre hier nicht nur Energie verloren gegangen, sondern man hätte dem Licht am Ende auch einen Defekt ansehen müssen. Also wenn hier irgendeine Form von Streuung passiert, wenn hier irgendwas passiert, irgendeine Wechselwirkung, dann ist das frequenzabhängig. Der blaue Teil des Lichts erfährt diesen Effekt stärker, der rötliche Teil etwas schwächer. Das heißt, wenn Sie das Licht heute anschauen, dann müsste das, wenn ein so lang aufintegrierter, aufsummierter Ermüdungseffekt hier eine Ursache hätte in dieser ganzen Argumentation, dann müssten Sie das dem Licht ansehen, das dürfte nicht scharf sein, dieses Bild. Und diese Bilder, die sind gestochen scharf. Das ist auch ein großes Problem, ganz aktuell, weil
Es gibt Leute, die jetzt nicht an diese Lichtermüdung glauben, aber die zum Beispiel an eine Körnigkeit der Raumzeit glauben und die natürlich nach ähnlichen Effekten suchen und bis heute da nichts vorlegen konnten. Diese Hubble-Bilder, die sind gestochen scharf. Das war auch ein wesentliches Argument. Naja, ich weiß, dass all diese Geschichten einen echten Freund dieser Lichtermüdungstheorie nicht davon abhalten werden, nach wie vor daran zu glauben. Also gibt es die Frage, die sich ganz klar stellt, gibt es einen Beweis, gibt es eine Beobachtung, ein Experiment oder was auch immer, wo man ganz klar sagen kann, dieses Universum unterliegt einer Lichtermüdung oder es unterliegt einer Expansion einer vierdimensionalen Raumzeit? Ja. Dieses Experiment, diese Beobachtung gibt es. Und das ist erstmal verblüffend aus meiner Sicht. Weil man möchte meinen, diese Rotverschiebung, die können Sie immer wieder irgendwie auf so eine Ermüdung zurückführen. Ja. Das Photon? Ja. Aber Expansion einer vierdimensionalen Raumzeit heißt, dass sich nicht nur die Längen verändern, nicht nur die Längen zunehmen durch die Expansion, sondern eben auch die Zeit. Alles, was wir also brauchen, ist irgendeine Uhr in möglichst großer Entfernung oder irgendein Phänomen in möglichst großer Entfernung, von dem wir genau wissen, wie lange es braucht, um abzulaufen. Und dieses Phänomen beobachten wir, am besten gleich in verschiedenen Entfernungen, und dann müsste die Dauer dieses Phänomens, das bei uns eine Zeit x braucht, müsste zurückwirkend andere zeitliche Abläufe annehmen. Das war die Idee. Und tatsächlich konnte man Standardkerzen verwenden. Und an der Stelle kommen wieder die Supernovae 1a ins Spiel. Die Supernova 1a gibt nämlich etwa 10% ihrer Energie in Radioaktivität, in den Zerfall von Nickel 56 zu Kobalt 56, das dauert ungefähr eine Woche, und dann von Kobalt 56 zu Eisen 56, das dauert ungefähr 77 Tage. Das weiß man, das kann man theoretisch berechnen, das kann man beobachten. Und jetzt müssen Sie nur Supernovae in unterschiedlichen Entfernungen beobachten, dann müsste, wenn sich auch die Zeit, wenn auch die Zeit einer Expansion unterliegt, wenn sie sich auch dehnt, dann müssten diese Objekte zurückblickend eben nicht 7 und 77 Tage in diesen charakteristischen Verläufen der Helligkeiten haben, sondern andere Zeiten. Und das wurde tatsächlich gemacht. Am besten, ich zeige Ihnen eine Grafik dazu. Sie sehen hier aufgetragen die Entfernung, in der sich diese Supernovae, die hier beobachtet wurden, abgespielt haben. Und ein Blick, Entfernung heißt auch immer ein Blick in die Vergangenheit. Und Sie sehen die Zeitdilatation, also diesen Effekt, dass auch die Zeit einer Expansion unterliegt. Also was wir erwarten würden, ist, wenn früher die Längen kürzer waren, weil sie infolge der Expansion eben angewachsen sind, dann waren auch diese Zeitabschnitte kürzer oder würden uns, so muss man korrekterweise sagen, heute aus unserem Beobachtungsframe heraus, aus unserem Bezugssystem heraus, würden sie verglichen mit heutigen Daten kürzer erscheinen. Und genau das sieht man hier. Die rote Linie, das wäre jetzt die Lichtermüdung. Wenn Sie davon ausgehen, dass das Licht einfach nur auseinandergezogen wird, dass es ansonsten keinen Effekt gibt mit Expansion, geschweige denn einer Expansion einer Raumzeit,
Ja, dann muss es natürlich hier einfach gleich bleiben. Dann ist eine Supernova heute, die dauert genauso lange wie eine Supernova vor 1 Milliarde Jahren und genauso lange wie eine Supernova vor 2 Milliarden Jahren. Wenn Sie aber die Zeiten mit berücksichtigen, ergibt sich genau dieser Verlauf, den wir beobachten. Das ist die blaue Kurve. Da sehen Sie also, je weiter wir in die Vergangenheit schauen, umso ausgeprägter ist dieser Effekt der Zeitdilatation. Umso scheinbar kürzer verlaufen diese Supernovae 1a. Und das ist jetzt ein Effekt, eine Beobachtung. Also ich habe Ihnen hier hinten noch mal ganz aktuell ein paar Messdaten mit dazu gemacht sogar. Die wurde mit Dutzenden von Supernovas gemacht, in unterschiedlichsten Entfernungen. Und das ist ein Effekt, den ausnahmslos nur die allgemeine Relativitätstheorie erklären kann. Und das ist das Schöne daran. Leider erlebe ich persönlich immer wieder diese Verschwörungstheorien und diese Geschichten mit alternativen Modellen und dann werden Dogmen unterstellt und das ist, also teilweise wird es schon sehr heftig. Und ich möchte deshalb auf eine ganz wichtige Sache hinweisen, ganz allgemein. Bitte, wenn Sie sich mit Wissenschaft beschäftigen, machen Sie nie eine Theorie zu Ihrer Theorie. Soll heißen, identifizieren Sie sich nie mit Haut und Haaren mit einer Theorie. Ansonsten wird jedes Argument, jedes noch so sachliche Argument gegen diese Hypothese oder gegen diese Theorie ein Argument gegen Ihre Person. Und auf dieser Basis ist keine vernünftige Diskussion mehr möglich. Und das ist leider in der Vergangenheit auch Wissenschaftlern in tragischer Form passiert. Und ich persönlich finde es unendlich schade, dass Leute, die ein grandioses Lebenswerk vorlegen, dann in solchen unglücklichen Konstellationen an Renommee verlieren und am Ende mit leeren Händen dastehen. Das ist einfach, ja, das ist schrecklich zu erleben. Wissenschaft heißt, am Ende immer die Frage an die Natur zu stellen. Jedes Experiment, das hat ja Werner Heisenberg so schön ausgedrückt, ist eine Frage an die Natur. Ich habe eine Idee, eine Vorstellung und ich frage die Natur, wie schaut es aus? Kann es sein oder kann es nicht sein? Und die Natur hat immer das letzte Wort darüber. Wir untersuchen das Universum, das wir vorfinden. Wir stellen uns keine Gedanken, was wäre, wenn, in irgendeiner Form. Also wir beobachten ein Orchester mit den Instrumenten, mit denen dort gespielt wird. Und es ist keine Überlegung, wie würde denn das Ganze jetzt klingen, wenn hier noch drei andere Experimente oder drei andere Instrumente zu diesem oder jenem zusätzlichen Klang führen würden. Wir haben klare Rahmenbedingungen. Und Wissenschaft ist Pragmatismus. Und zwar in höchster Form. Der König ist tot, es lebe der König. Soll heißen, eine Theorie ist falsifiziert, es lebe die neue Theorie. Und jeder weiß, dass auch dieser König nicht ewig leben wird. Und wir wissen genau, dass auch diese Theorie nicht ewig leben wird. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass wir uns auf diese Art und Weise emporirren können. Wir falsifizieren diese Hypothesen. Und wir machen uns nicht hundertprozentig persönlich an diesen Ideen fest. Das ist wichtig. Und wenn Sie vor ein paar hundert Jahren ein Weltbild zeichnen wollten, dann war das einfach. Sie konnten einfach sagen, ich stelle mir das so und so vor. Da gibt es 4 Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft, was auch immer. Mit jeder neuen Beobachtung, mit jeder neuen Frage an die Natur, mit jedem neuen Experiment, gibt es Punkte, die sind wie ein Nadelöhr, durch die müssen Sie durch mit Ihrer Theorie. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, keine Ahnung. Als ich Kind war, da gab es
dieses Malen nach Zahlen. Ich habe Ihnen hier mal ein Bild mitgebracht. Da waren bestimmte Punkte und die musste man so nach der Reihe verbinden. Und dann entstand plötzlich irgendein schönes Bild. Und so funktioniert Wissenschaft im Endeffekt. Diese Punkte, das sind Beobachtungsdaten und Experimente. Und wenn Sie ein Weltbild entwickeln wollen, dann müssen Sie durch diese Punkte hindurchzeichnen. Das sind feste Rahmenbedingungen. Da können Sie nicht einfach Sie können einfach sagen, okay, ich zeichne jetzt eine Blumenvase. Also bei diesen Punkten könnte man vielleicht noch eine Vase durchzeichnen. Ich zeige Ihnen mal den weiteren Verlauf. Über die Jahrzehnte und Jahrhunderte entstehen nämlich jetzt plötzlich neue Experimente und neue Beobachtungen. Dann sieht das Bild folgendermaßen aus. Also hier wird es schon sehr schwierig mit einer Blumenvase. Und ich würde jetzt eher zu einem Elefanten tendieren. Aber Wissenschaft kann nicht beweisen. Ich kann nicht sagen, das wird ein Elefant. Aber ich kann falsifizieren. Ich kann immer besser ausschließen, dass es eine Blumenvase wird. Und wenn ich mal das letzte Bild hier zeige, dann wird offenbar, wovon ich rede, auch hier kann ich noch nicht hundertprozentig sicher sein, dass dieses Weltbild tatsächlich ein Elefant wird. Im übertragenen Sinne. Und ich bin mir sogar sehr sicher, dass das heutige Weltbild falsch ist. Falsch im Sinne von, da wird es noch Erweiterungen geben. Aber, und das ist das entscheidende Aber, diese Erweiterungen werden die bestehenden Erkenntnisse beinhalten. Auch eine Erweiterung wird durch diese Punkte hindurchzeichnen. Vielleicht werden Nachfolgegenerationen an Wissenschaftlern ein neues Bild zeichnen, nämlich einen Elefanten, auf dessen Kopf ein kleines Äffchen sitzt. Das meine ich damit. Und die nächste Generation an Wissenschaftlern wird beweisen, dass dieses Äffchen auf einer Blechtrommel spielt. Und so wird das Bild immer verfeinert und verfeinert werden. Aber es wird keine Blumenvase mehr. Und das ist der entscheidende Punkt. Und so wird Wissenschaft gespielt. Und da hilft alles nichts. Und das war mir ein Bedürfnis, das einmal mal auszudrücken. Denn Wissenschaft, ich möchte es mal mit einer Mischung aus Richard Feynman und Henry Huxley sagen. Es gibt harte Rahmenbedingungen, durch die müssen Sie durch. Das heißt, Wissenschaft ist Imagination, aber in der Zwangsjacke. Und die größte Tragödie in der Wissenschaft besteht in der Erschlagung einer wunderschönen Theorie durch eine hässliche Tatsache.